Hallo und herzlich willkommen zur ersten Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, und da fangen wir gleich mal mit einem super tollen Mod an. Und zwar jeder, der ein wenig auf Monosim steht und LS spielt, kennt bestimmt die Monosim von Bayerbur für den Clask Xerion 300 oder 3800 oder was weiß ich. Ja. Jetzt hat jedenfalls die Maisee-Maschine, die vorher für den Xerion war, nur mit dem Sarko-Tank funktioniert hat, umgebaut und nun funktioniert sie auch für die stinknormalen Traktoren, sprich sowas. Ja, das freut mich, weil ich schon lange eine gute Seemaschine suche für Mais und jetzt habe ich sie endlich. Ja, was soll ich denn sonst noch viel dazu sagen, außer dass ja, eine Hammer-Textur drauf ist. Also, das Blau passt gut zu Monosem, meiner Meinung nach. Auch hier die Schrauben. Ich komme da jetzt nicht. Hier sieht man sogar die Aufschrift CBC 88. Ja, auch hier das Gestänge schaut gut aus. Hier die Aufschrift kann man auch ganz gut lesen. Hat man hier eine Funktion? Nein, hat man hier nicht. Aber ist schon mal gut gemacht, meiner Meinung nach. Kommen wir zu den weiteren Funktionen. Und zwar kann man mit der Taste R hier oben die Saatdeckel auf und zu machen. Da sieht man auch innen drinnen den Maissamen. Das füllt sich eben je nachdem, wie viel man da reinmacht. Und dann kann man halt stinknormal mit V die Sämaschine heben bzw. senken und eben anschalten bzw. senken. Was auch schon mal gut ist, wenn man die Sämaschine hebt, drehen sich auch die Räder. Also ist echt gut gemacht. Man kann des Weiteren mit der Taste X die Sämaschine zuklappen und aufklappen. Ja, dann würde ich sagen, wir probieren sie mal aus. Und zwar kann man hier mit dieser Sämaschine Mais und Zuckerrüben sehen. So. Ah, haben wir schon ein gegrubbertes Feld. Schalten wir mal das HUD ein. Und zwar, wie man sieht, eben Zuckerrüben und Mais. Und mit der Taste B kann man sie jetzt eben anschalten. Dann senkt man sie. Und dann kann man hier sehen. Die Sämaschine hat keinen Spurreiser. Da sie eben eigentlich auch für eine Kreissäge gibt es da auch dazu. Die ist eben auch vom selben Motor. Und ja, sie zieht ein wenig nach rechts, wenn ich nur geradeaus fahre, aber ich glaube, das könnte am Gewicht vom Traktor liegen. Ja, also man sieht schon mal, sie funktioniert. Ohne Probleme. So, da drüben ist ein Stück nicht gegrubbert, aber ich nehme mal an, dass das alles hinhaut und dass die auch keine Direktsaat hat. Dann kann man hier mal umschalten, es funktioniert auch. Okay, das ist jetzt etwas schade, dass die auch Direktsaat hat, wenn man hier sieht. Oder? Ach ne, die Maisstoppeln bleiben stehen, nur die Textur verändert sich. Gut, mein Fehler. Also keine Direktsaat, das ist schon mal gut. So, schauen wir sie uns nochmal im Shop an. Und zwar, sie benötigt mindestens 190 PS, hat eine Kapazität von 1400 Litern und eine Arbeitsbreite von 6 Metern. Und sie ist geeignet eben für alle Traktoren. Dann wegen dem Grupper, was ich vorher gesagt habe, dann kann man sich auch runterladen. Das ist hier der Zirkon 10 in Kombination mit dem Xerion, bla bla bla. Aber den kann man auch an den Traktor anhängen, also vor der Sämaschine, hinten dran die Sämaschine. Und dann kann man sehen und grubbern zugleich. Also, wenn man sieht, das haut alles super hin.
Ich werde das jetzt so handhaben, und zwar, wenn ich einen Mod bewerte, dann immer mit so viel Sternen, wie ich dem Mod auf ModHorster geben werde. Den Mod werde ich sicher mal mit 5 von 5 Sternen bewerten, weil es haut einfach alles so hin, wie es sich gehört. Dann schauen wir uns nochmal den Log an, und der Log ist fehlerfrei. Ja. Was soll ich denn sonst noch groß dazu sagen? Der Mod kommt vom Bayerbur. Ja. Das ist eine schöne Sämaschine. Bestimmt eine meiner Lieblingssämaschinen. Und ja, werden wir jetzt dann wahrscheinlich auch bei unserem LPT oder derweil ist es nur ein LP mit einbeziehen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.